Hi, herzlich willkommen zurück in deinem Keep 7. Ich bin Bianca und wir wollen uns heute ein ganzes Gameplay vom neuen Sammelkartenspiel Disney's Lorcana anschauen. In unserem letzten Video zum Thema How to Play Lorcana haben wir uns bereits angeschaut, wie die Regeln funktionieren, was das Spiel eigentlich ist, haben uns einzelne Spielzüge angeschaut. Doch jetzt ist es an der Zeit, euch das Ganze mal quasi live und in Farbe zu erklären während eines Spiels. Solltest du noch gar nicht wissen, worum es geht, habe ich in der Infobox einmal das vorherige Video für dich verlinkt. Jetzt aber zum Spiel. Ich habe ja gesagt, ich werde mal einen würdigen Herausforderer suchen, ganz im Stil der Keep-Königin. Das bin ich hier, ja. Habe ich mir zwei Schergen gesucht, die für uns das Spiel einmal veranschaulichen. Zwei Magic-Profis, die sich jetzt an Disney Lorcana rantrauen. Hier kommen Philipp und Brian. Ich wünsche euch super viel Spaß. Und los. Okay, ja, dann. Ja, na, auf ein gutes Spiel. Jo. Und wir würfeln erstmal aus. Wer anfängt? Wer anfängt, genau. Höher gewinnt. Höher gewinnt, okay. So, let's go. 8. 20, ja, okay. Klar. Läuft bei dir. Direkt. Dann. So. Okay, wir ziehen jetzt erstmal 7 Karten. So, das ist 3, 4, 5, 6, 7. Das ist ja auch jetzt sehr cool bei dem Spiel, weil wir jetzt die Möglichkeit haben, theoretisch sogar die gesamte Hand wieder wegzugeben. Ne? Genau, genau. Und da bin ich auch mal gespannt, wie sich das so in Zukunft entwickelt, mit Combo-Decks und so. Ja, ist natürlich für Combo-Decks ziemlich nice. Ne? Auf jeden Fall, ja. Ich werde wohl... Ja, bei mir wird auch ein bisschen was wegkommen. Und dann dürfen wir jetzt gleich einfach die Anzahl wieder von oben runterziehen und danach mischt man. Genau. Also ich werde die beiden Karten lege ich zurück. Die kommen jetzt unter die Bibliothek runter. Zurück. Dann darf ich 2 Karten nachziehen und dann muss man mischen, ja? Genau. Okay, wieder zurück. Bei mir gehen 4. Okay. 1, 2, 3, 4 und die müssen wir jetzt behalten. So wie sie sind. So ist es. Oh je. Hat es verschlimmbessert, ne? Ja. Ja, ja. Okay, also. Ich darf ja beginnen. Du und fängst an, genau. Genau, das heißt, ich darf jetzt noch keine Karte ziehen. Genau, ne? Der Beginner darf im ersten Zug nie eine Karte ziehen. Dann. Jo. Und dann, genau, ich. Genau, das startet jetzt, indem ich jetzt quasi eine Karte erstmal zur Tinte mache. Ich zeige dir hier die Aurora vor. Jo. Genau, die geht jetzt in meinen Tintenvorrat. Und dann spiele ich direkt, ich erschöpfe die Tinte und spiele hier den Flounder aus. Supi. Und damit gibst du deinen Zug wahrscheinlich damit ab. Damit gebe ich meinen Zug, genau. Da ich der zweite Spieler bin und nicht anfange, darf ich quasi eine Karte ziehen. Und damit beginnt das dann auch mein Zug. Und ja, meine Handkarten sind so lala, die alle, ja. Das Interessante ist ja auch, dass man ja sehr viele Karten zu Tinte machen kann. Das sieht man ja oben links genau, an dem, genau. An den schönen Symbol hier. Genau. Ja, ja. Ich mache den Scar einmal zur Tinte. Einmal vorzeigen, genau. Und dann spiele ich ebenfalls den Flounder aus. Genau. Und bezahle dafür eine Tinte. Wir spielen ja auch beide zwei Farben. Ne? Das ist auch das, was man, glaube ich, maximal die maximale Anzahl von Farben, die man spielen darf. Genau. Man darf auch eine Farbe spielen, aber zwei Farben ist Maximum. Genau. Ja. Okay, dann... Du bist dran. Ich bin dran, okay. Also ja, noch eine Info, die Karten haben Einsatzverzögerung. Also man darf die Charaktere nichts mit denen machen in der ersten Runde. Genau. Na, außer irgendeine Kreatur, irgendeine Karte sagt halt, dass du was machen darfst. Ja. Ja, aber man kann sich das so vorstellen, man malt die quasi, die Tinte muss noch trocknen und daher können die noch nichts machen genau. In dem Moment. Ja, ja, auf jeden Fall, nette Idee. Ja, cool. So, mein Turn startet jetzt, indem ich erstmal die Tinte wieder bereit mache. So. Dann darf ich eine Karte ziehen. Genau. So, und genau, und jetzt ist sozusagen meine Hauptphase, in der kann ich jetzt überlegen, möchte ich wieder Tinte herstellen? Also das möchte ich natürlich. Das macht natürlich eine Menge. In jedem Sinn. Zug eine Tinte. In jedem Zug eine, genau. Ich mache jetzt hier den, mache jetzt eine Tinte. Mhm. Für
und habe dann zwei Tinte und spiele dann für eins den Hai-Hai aus. Moin. Und nochmal für eins den Stitch. Genau. Das sind viele kleine, süße Charaktere. Genau. Und jetzt würde ich dann nochmal ich glaube, ich gehe mal auf die Legendensuche mit dem Flounder hier für eins. Okay. Ne? Also genau, in dem Moment, ich muss die erschöpfen. Ich bekomme jetzt hier eine Legende. Das ist ja auch das Ziel des Spiels, dass man Legenden sammelt, 20 Stück. Und in dem Moment, in dem sie erschöpft ist, kannst du jetzt ja gleich überlegen, ob du halt auch auf Legendensuche gehst oder ob du sie halt sozusagen in ein Duell herausforderst. Ja. Genau. Das werde ich mir dann noch überlegen. Das wärst du dir dann mal überlegen. Okay. Alles klar, dann bist du dran. Genau, ich beginne auch meinen Zug, dass ich die einmal bereit mache, die Tinte, und dann meine Karte ziehe. Okay. Dann darf ich jetzt wieder auswählen, was ich als Tinte nutzen möchte von meinen Karten. Ich bin mir sehr unschlüssig, ehrlich gesagt, aber es wird wahrscheinlich Tigger. Ui, ja. Der Tigger, ja, alles klar. Tigger. Mhm. Und ja, wie man sieht, ist da nicht viel, was ich gerade machen kann. Daher Karten werde ich nicht mehr ausspielen diese Runde. Jetzt muss ich mir nur überlegen, ob ich irgendwas mit meinem Flounder machen möchte. Und wahrscheinlich, oder was heißt wahrscheinlich, ich werde einmal Rians Flounder zum Kampf herausfordern. Alles klar. Ja, weil ich ein bisschen ihn daran hindern will, noch viel mehr Tinte zu sammeln. Genau, und was passiert da jetzt genau? Das können wir auch mal einmal darstellen. Ne? Also, ja. Wir haben hier zwei Werte, einmal die Angriffsstärke und die Willenskraft quasi. Das ist die Willenskraft, das ist die Angriffsstärke. Ich mache ihm jetzt quasi zwei Schaden auf seine Willenskraft und er macht meinen Flounder auch zwei Schaden auf die Willenskraft und dadurch sterben halt jetzt oder gehen halt beide in den Ablagestapel. Genau. Ne? Ja, genau, die lösen sich sozusagen auf. Ne? Genau. Und Fähigkeiten haben sie ja nicht, da können wir auch gleich nochmal drauf eingehen. Ja. Es gibt natürlich Karten mit Fähigkeiten, ne? Die beiden haben keine Fähigkeit. Der Hai hat eine Fähigkeit, habe ich gerade noch nicht dazu gesagt, können wir uns gleich mal anschauen. Der Stitch hat keine. Joa, alles klar, dann gehen die beiden jetzt hier in den Ablagestapel rein. Ne? Okay. Und damit beende ich meinen Zug. Was alles natürlich klar. Sehr unvorteilhaft ist, dass ich jetzt gar nichts machen konnte quasi. Ja, das stimmt. Oder gar das ist auch nicht so häufig. Also so, wir haben ja schon ein paar Testspiele gemacht und die Erfahrung ist eher, dass man doch sehr schnell und dynamisch in das Spiel reinkommt. Ja. Genau, also ich starte jetzt wieder meine Runde, indem ich die Tinte bereit mache. Ich ziehe eine Karte. Und und dann würde ich jetzt den Flounder hier. Den darf ich ja auch wieder zur Tinte machen. Ich mache den direkt zur Tinte und spiele dann für drei, die erschöpfe ich hier, drei Tinte. Eins, zwei und drei. Und spiele für drei eine Mickey Maus. Ach Mensch. Ja. Kleine Zeitinfo dazu. Nachdem Brian gemerkt hat, dass die Mickey Maus echt ganz gut in meinem Deck war, dachte er sich, er packt die jetzt auch in sein Deck. Ups. Genau, und die sagt halt, wenn ich diesen Charakter ausspiele, darf ich die oberste Karte vom Deck in mein Inkwell, also in mein Tintenvorrat tun, face down. Also und exerted, also das heißt getappt. Also genau. Sie ist also schon erschöpft. Genau, ne? Also diese Karte hier. Ja, musst du mir gar nicht vorzeigen. Ja, muss ich euch nicht vorzeigen. Die geht jetzt einfach hier. Und du darfst auch nicht wissen eigentlich, welche das ist. Ah ja, okay. Eigentlich. Ah ja, okay, gut. Würde ich jetzt so, ne? Ja, weil doch, es der face Sinn. Down sagt. Ne? Ja, genau, das macht Sinn. Ich packe sie einfach jetzt hier, erschöpft sozusagen mein Tintenvorrat. Ist natürlich ein toller Ramp, wenn man so schön sagt, weil man relativ zügig dadurch dann Tintenvorrat aufbauen kann. Ja, ich sagte ja anfangs des Spiels, dass man nur eine Tinte ausspielen darf, aber wenn es natürlich zusätzliche Effekte gibt oder sowas, dann kann natürlich dann auch eine zweite Tinte innerhalb eines Zuges ins Spiel kommen, genau. In den Vorrat kommen. Genau. Und das ist natürlich interessant, um dann halt, Charaktere zu spielen, die hier oben stehen ja die Kosten, um mal Charaktere zu spielen, die teurer sind und dass man das halt eher im Spiel hinbekommt. Ne? Also der hat Einsatzverzögerung. Der Hai-Hai hier, der sagt, wenn ich diesen mit diesem Charakter queste, also das Questen ist, um diese Legenden zu sammeln, dann darf ich sozusagen eine Stärke auf einen anderen Charakter legen in dem Zug, wenn ich mit dem Charakter beispielsweise in einem anderen Charakter des Gegners sozusagen herausfordere. Er hat jetzt keine, von daher
ist das jetzt quasi für mich jetzt mal egal. Ja. Ich gehe jetzt mit dem Hi-Hi hier questen und mit dem Stitch questen. Beide haben hier ein, also können eine jeweils eine Legende generieren. Das sieht und man daran. Genau, das sieht man hier ran. Und deswegen gehe ich jetzt von 1 auf 3. Und dann bin ich schon fertig mit dem Zug. Ja, du bist dran. Super. Dann, genau, ich habe ja nichts getappt gehabt, nichts erschöpft gehabt, daher starte ich direkt mit meinem Zug. Ja, damit kann man doch was anfangen. Na, eine Karte, die ein bisschen weniger kostet, die würde ich auch direkt ausspielen. Ich spiele da mal das Develop Your Brain aus. Das kostet eine. Muss ich eine Tinte für erschöpfen. Das ist eine Actionkarte. Das ist auch eine Actionkarte, genau. Danke. Ne? Eine Actionkarte, die kannst du in deinem Zug kann man die ausspielen. Die wird direkt auf den Ablagestapel dann gelegt. Und einfach nur, was die Karte besagt, der Effekt findet halt direkt statt. Ne? Und ja. Die Karte besagt halt, look at the top two cards of your deck, put one into your hand and the other on the bottom of your deck. Also ich darf mir jetzt die obersten zwei Karten meines Decks anschauen. Mhm. Also muss ich Brian auch nicht vorzeigen. Mhm. Und da eine davon darf ich auf die Hand nehmen und die andere geht unter meine Bibliothek dann. Na, ja, das ist sinnig, dass ich die hier nehme und die geht unter die Bibliothek. Genau, okay. So, eine Tinte habe ich jetzt noch nicht ausgespielt. Jetzt auch eine nette Draw-Karte dann, ne? Um dann ja, die Karten genau. rauszuziehen, die man braucht. Beispielsweise so eine blöde Hand, die ich momentan habe, mal nochmal eine Chance zu haben, wieder ins Spiel irgendwie reinzukommen. Ja, genau. Also schöner, schöner Draw sozusagen, ne? Wie gerade alles. So. Und dann, ich habe ja noch nächstes Mal einen Tintenvorrat gepackt für diesen Zug. Ich würde die Mickey Maus in meinen Tintenvorrat jetzt packen. Ja, alles klar. Und damit wäre ich dann auch wieder fertig. Okay. Dann zeig mal deine Karten, die müssen wir, glaube ich, in der Kamera. Ja. Alles klar. Ja. Okay. Ja, genau, dann dran. Gehe ich wieder in meinen Zug rein. Ich mache alle wieder bereit. So. Eine Karte und genau, dann spiele ich jetzt mal für 4. Ich erschöpfe hier die 4 Tinte. Habe ich jetzt die Karte habe ich gerade gezogen. Ist eigentlich ganz nett. Und zwar spiele ich Hades aus. Der hat Stärke 3 und Willenskraft 2 und sagt, when you play this character, return a character card from your discard to your hand. Also das heißt so viel wie, dass ich jetzt eine Charakterkarte, die hier in dem Ablagestapel liegt, wieder auf meine Hand nehmen darf. Wir hatten ja eben diesen Kampf hier am Anfang. Und deswegen kann ich die jetzt wieder nehmen. Das ist natürlich ganz nett. Ja, hier auch mal ganz interessant, weil er kann ja nicht zur Tinte gemacht werden, aber dieser Flounder schon. Und deswegen, ich habe diese Runde noch keine Tinte gespielt. Dann darf ich die jetzt wieder, also ich zeige dir die vor, Leg sie hier rein, ist auch wieder einsatzfähig dann die Tinte. Also sobald, man sieht das ja dann der Symbolik, wenn da hier so ein Kranz quasi um die Kosten drumherum ist, dann darf man die zur Tinte machen, wenn es nicht da ist, dann darf man das halt nicht. Genau, zum Beispiel die Mickey Maus darf man nicht und ihn darf man nicht, ne? Genau. Okay, und dann, er hat Einsatzverzögerung, aber die drei nicht und mit den drei gehe ich dann wieder. Er trocknet noch. Genau, also die drei, mit denen gehe ich wieder questen. Das bedeutet hier eine Legende, zwei Legenden, drei Legenden. Und dann gehe ich von 3 direkt auf 6 hoch. Jo. Und ich sammle fleißig weiter. Ja. Nun kommst du gerade noch nicht so ganz zu Spiel rein. Nicht wirklich. Aber okay. Mal gucken, was jetzt so angeht. Ha? Genau. So, alles klar. Enttappe hier. Ich mache meine Tinte bereit, beginne damit meinen Zug und ziehe eine Karte auf von meinem Deck. Und dann spiele ich auch mal meine Mickey Maus für 3 Tinte aus. Das ist natürlich wahrscheinlich auch für dich ganz gut, ne? Ja. Da hatten wir ja gerade schon bei Brian. Es darf jetzt einmal die oberste Karte von der Bibliothek unaufgedeckt quasi und schon erschöpft in den Tintenvorrat gepackt werden. Jo. Und ja, damit habe ich jetzt schon 4 Tinte immerhin. Und jetzt darf ich noch auswählen, noch eine Tinte in meinen Tintenvorrat zu packen. Ich tue mich da immer sehr schwer mit. Das ist auch wirklich eine schwierige Entscheidung immer, ne? Weil auf der einen Seite die Karten, die ein bisschen teurer sind, sind natürlich auch stärker, braucht man am Anfang nicht. Ja. Kann man vielleicht in Tinte packen, aber hintenrum will man sie dann vielleicht doch haben und so weiter. Also das sind wirklich schwierige Entscheidungen dann. Ne? Ja. Aber bei mir ist jetzt eher so, ich habe ja nur teure Karten auf der Hand und welche jetzt gerade am besten für das Setup hier. Für das Setup ist. Ja. Ne? Ja.
Ich packe die Aurora mal in meinen Tunnenvorrat. Alles klar. Und dann gebe ich meinen Zugriff schon wieder. Okay, alles klar. Bei mir passiert leider nicht. Ja, leider gerade nicht, nee. Genau, ich mache sie alle wieder bereit. Bei mir ist mittlerweile die ganze eine kleine Armee geworden. Ja. Kunterbunte. Disney-Armee. Ja, genau, ich ziehe eine Karte. Und dann entscheide ich mich jetzt dafür, dass ich auch nochmal eine Mickey Mouse spiele für 3. Die hatten wir ja schon. Darf eine Karte erschöpft hier in den Vorrat reinlegen. Mhm. Und ich glaube, die Entscheidung 3, doch, die Entscheidung war ganz okay, denke ich. Ja, und dann mache ich eigentlich wieder das wie letzte Runde. Ich gehe wieder mit allen Questen, außer halt der Mickey Mouse, die ich gerade ausgespielt habe. Das hier ist eine Legende, 2 Legenden. Ja, du. 3 Legenden und 4 Legenden. Sammelst ordentlich. Ja. Zwar immer 1, ne, weil sie klein, also nur so wenig machen, aber ja. Kleinvieh macht auch Mist, ne? So ist es. Das ist so, ne? Ja, dann gebe ich den Zug ab an dich. Ja. Ja, alles klar. Dann mache ich wieder meine Tinte bereit, ziehe wieder eine Karte. Okay, die hatten wir ja gerade auch schon einmal. So, ich bin jetzt bei 5 Tinte immerhin schon mal. Mhm. Das ist ganz interessant. Und ich werde jetzt Folgendes tun. Ich ich packe das Develop Your Brain in meinen Tintenvorrat. Okay. Und spiel einmal was Größeres. Mulan aus für 5 Tinte. Mhm. Ich habe meine Tinte dafür, erschöpfe die. Und was kann denn jetzt Mulan? Genau, ne? Und die Fähigkeit, die Mulan heißt Lead by Example und besagt: During your turn, whenever this character banishes another character in a challenge, your other characters get +1 Legende this turn. Ah, das okay. Heißt, das banish cool. Heißt, wenn quasi eine Kreatur im Kampf stirbt gegen sie. Wenn ich jetzt beispielsweise, ich hätte keine Einsatzverzögerung, ne, und ich würde ihn jetzt angreifen, dann wäre er ja quasi tot. Und dann erhalten alle meine anderen Charaktere, erhalten genau. Halt eine Legende hier mehr, einen Lore mehr. Ne? Ist ja auch nochmal vielleicht interessant zu verstehen. Ich darf sozusagen immer zwischen diesen Dingen, die ich tue, hin und her hopsen. Also ich kann jetzt beispielsweise sagen, ich gehe jetzt in eine Challenge rein mit ihm. Könnte dann auch nochmal Tinte spielen, könnte vielleicht nochmal eine Aktionskarte spielen und könnte dann danach wieder questen gehen. Ne? Ja, also ja. Man kann so, also es gibt keinen Ablauf da drin. Genau, ne? Ich kann, genau. Oder ich kann sagen, ich gehe dann nochmal wieder challengen, vielleicht mit ihm gegen hier mein Hai-Hai oder sowas. Ne? Also ich kann sozusagen du immer. Du hast halt eine lange Phase, in der du alles machen kannst, nach und nach, so wie du, genau. Wie du möchtest. Ja, ne? Genau. Mhm. Ja. Das ist auf jeden Fall auch ganz wichtig zu verstehen bei dem Spiel. Ja. Ja, das war's von mir. Ich werde nicht angreifen, weil das alles, also kann niemanden challengen, niemanden herausfordern, weil nee. Alle seine Kreaturen haben mindestens 2 Willenskraft. Ja. Das sieht man ja an den Schildern da. Und meine macht ja nur einen Schadenspunkt, daher bringt das 0,0. Und er hat hier beispielsweise den Hades. Wenn ich ihn jetzt herausfordern, also irgendeine Kreatur von ihm herausfordern würde, dann könnte der Hades ihm beispielsweise schon 3 Schaden machen. Ja. Das macht einfach wenig Sinn gerade. Ja. Darum muss ich mich einfach damit zufrieden geben, gerade, dass ich hier sehr hinterherhänge. Ja. Und gib meinen Zug ab. Alles klar. Ja, wir können ja gleich mal gucken, dass du mal mich challenged und eine von mir stirbt und eine von dir nicht, weil das ist auch nochmal interessant, dann, was dann passiert. Ja, wir. Ich habe noch eine kleine Hoffnung, also ich denke, das wird noch ein bisschen interaktiver gleich. Okay. So, ich mache alle wieder bereit. Dann ziehe ich eine Karte. So, ich habe jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6 Tinte. Und die würde ich jetzt alle erschöpfen. Die 6, die erschöpfe ich alle. Das kommt bei mir auch. Vielleicht habe ich doch keine Hoffnung mehr. Es kommt ein bisschen was Größeres. Und zwar kommt jetzt der Robin Hood.
Der ist auch ziemlich cool, weil er erstmal 4 Angriff und 4 Willenskraft hat. Er kann für 2 Legenden kann er questen gehen, was natürlich auch einfach schon mal ziemlich cool ist. Und der hat so einen Effekt, wenn er in das Spiel kommt. Und der besagt halt, when you play this character, if an opponent has more cards in their hand, then you draw a card. Also das heißt, wenn du jetzt mehr Karten hast, hast du... Ja, das 4 heißt, Stück gegen genau. 2. Das heißt, ich darf erstmal direkt eine Karte ziehen. Also ist auch erstmal ein schöner Vorteil, den man dann generiert. Und das zweite ist, dass er, während ich dran bin, bekommt er Evasive. Das ist so eine Fähigkeit, die sozusagen Kreaturen oder Charakteren schwieriger macht anzugreifen. Das ist eine Art Schutz sozusagen und die können sich nur gegenseitig herausfordern. Genau. Nur Evasive. Kreaturen, die Evasive haben, können andere Kreaturen herausfordern. Genau. Wenn ich dran bin, bekommt er sozusagen Evasive und wenn Philipp eine Kreatur mit Evasive spielen sollte, kann ich ihn herausfordern mit ihm. So und ja. Weil Evasive ist, glaube ich, nicht üblich in der Farbe hier. Aber das ist sozusagen so ein bisschen so ein Counterpart in der Farbe, um halt eben Evasive-Karten überhaupt was dagegen machen zu können. Ne? Genau, also ich habe die jetzt alle hier erschöpft, habe ihn ausgespielt und dann würde ich tatsächlich mit allen wieder questen gehen. Da spricht jetzt, glaube ich, gerade in meiner Situation nichts dagegen. Wenn dann gleich einer gechallenged wird und dann weg ist, dann wäre das halt so. Das bedeutet 1, 2, 3, 4, 5, ich gehe für 5 Questen. Ja. Ne, für 5 Legenden. Dann gehe ich nämlich auf 15 schon. Also langsam wird's eng. Ja, ich glaube, das wird nichts mehr. Aber wir schauen mal. Ne? Genau. Den ersten Step, den ich jetzt gleich gehen muss, ich muss eine Karte ziehen, die ich auch in meinen Vorrat hier packen kann. Okay. Mal schauen. Ja, alles klar. Dann bin ich mal gespannt. Also ich gebe meinen Zug dann ab. Alles klar. Du bist dran. Dann mache ich meine Tinte wieder bereit, ziehe eine Karte und hoffe. Ja, okay. Ist schon mal gelungen. Ich packe einen Aladdin in meinen Tintenvorrat. Okay. Damit bin ich jetzt auf 7 Tinte. Alles klar. Bin ja mal gespannt. Aber ich muss mal einmal durchzählen. Du hast die 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Genau. Also du müsstest mir mindestens ich muss 2 wahrscheinlich Kreaturen rausnehmen. Quasi rausnehmen. Ich muss zu viel in diesen... Doch, kann ich tatsächlich. Ja, du könntest ihn wahrscheinlich direkt anvisieren, ne? Das ist halt die einzige Possibility, die ich jetzt gerade habe. Aber dann werde ich den nächsten Zug wittern. Ja. Obwohl, ich habe ja auch noch. Nee, das funktioniert auch nicht. Also, ich muss auf jeden Fall 2 Kreaturen von ihr rausnehmen. So ist es, genau. Das musst du ja. So funktioniert es. Ich muss das mal einmal durchspielen quasi. Ja, mach mal. Das dürfte funktionieren, genau. Okay. So, dann mein erster Step ist, 7 Tinte erschöpfe ich jetzt und spiele Aladdin aus. Uiuiui, okay. So, Aladdin hat eine Fähigkeit, da kommen wir gleich drauf. Na, der Zug wird ja vielleicht ein bisschen komplexer sowieso. Und genau, Aladdin hat 7 Tinte gekostet. Dann spiele ich jetzt Let It Go aus. Noch und Let It Go hat eigentlich kostet Let It Go 5 Tinte, ne, aber Let It Go hat auch eine Fähigkeit, die besagt, a character with cost 5 or more can kann erschöpft werden, um diese Aktionskarte zu singen. Ne, das nennt sich Singen, das ist so ein Untertyp quasi. Und die besagt halt, dass man quasi Kreaturen, Charaktere tappen darf, erschöpfen darf, anstatt die Mana-Kosten zu bezahlen. Die Tintenkosten. Ja. Genau, und das mache ich jetzt. Ne? Da zählt auch nicht, dass er gerade Einsatzverzögerung hat richtig. Oder so. Weil die Karte ihm ja sozusagen sagt, dass er erschöpft werden kann. Genau. Und, geht das und die Karte an sich hat die Fähigkeit, dass ich jetzt einen Charakter von ihnen in seinen Tintenvorrat packen darf. Ich nehme natürlich den größten, den er hat und targete ihn, wähle ihn aus und der muss ihn jetzt getappt in seinen Tintenvorrat packen. Und damit ist er nicht mehr auf dem Spielfeld. Jo. Und, das ist halt so ein klassischer Removal im Prinzip, ne? Ein kostenfreier Removal im Prinzip. Ne? Das ist natürlich schon ziemlich stark. Ziemlich stark, ja. Klar, du musst natürlich eben die Voraussetzung haben, dass du eine Karte hast, die eben 5 kostet, damit er kostenfrei ist. Ne? Genau. Aber sonst kannst du ihn ja auch für 5 sogar spielen. Und das ist schon eine sehr starke Karte, denke ich. Auf jeden Fall, ne? Besonders in Verbindung damit, wenn man halt
gerade bedenkt, okay, alle Karten, die du ausspielst, alle Charaktere sind erstmal können erstmal nicht an. Können richtig, können nichts machen. Nicht machen, ne? Ja. Und dann kannst du das quasi den Zug trotzdem dafür nutzen, um mit Let It Go die zu exerten, erschöpfen und damit doch was zu machen. Was vielleicht auch nochmal wichtig ist, dass die Karte ist egal, wie man sie erschöpft. Also wenn sie erschöpft ist, ist sie sozusagen also kann man sie challengen. Also es ist nicht, also sie muss nicht dafür questen oder sowas, sondern sie muss nur erschöpft sein. Wie sie zu diesem Status gelangt ist, ist völlig egal. Ja, so ist es. Das ist vielleicht auch nochmal, ne? So Verständnis. So, also ich habe jetzt den Aladdin auf dem Feld. Und ich habe natürlich noch einen Mulan, eine Mulan, die hier ordentlich Angriff verteilen kann, der 4 Angriff. Und damit würde ich jetzt doch auch mal einen Charakter herausfordern. Und ich würde aber wahrscheinlich, guck mal, ich nehme nur einen von denen hier wahrscheinlich. Die machen ja alle nur einen Lore, nur eine Legende, den die sammeln. Daher nehme ich jetzt nur einen Heihei und fordere den heraus. Weil der kann nämlich auch stärker machen. Genau, der kann auch stärker machen. Genau. So, und was passiert jetzt? Also er bekommt jetzt hier quasi seine 4 Schaden. Also er geht auf jeden Fall in Abfrage. Bekommt 4 Schaden, aber Heihei verteilt ja auch noch einen Schaden. Genau. Ne, und den Schaden kassiert dann natürlich Mulan. Und dieser Schaden bleibt halt drauf auf der Kreatur. Bleibt bis zum Ende des Spiels bleibt ja, außer es gibt wieder irgendwelche Effekte. Genau, richtig. Ne, man kann doch nicht heilen, ne? Es gibt ja, also meine Farbe kann heilen beispielsweise. Ja. Ich kann halt Schaden darunter nehmen. Ja. Also wenn es meine Charaktere wären. Ne? So, das heißt, wenn Björn den Charakter jetzt gleich herausfordert, muss er nur noch 4 Schaden den Charakter machen und nicht mehr 5. Ja. Ne? Genau. Genau. Ja. Das wäre mein Zug gewesen und jetzt bin ich vielleicht so gerade noch dem Loose entkommen. Ja. Zumindest also, diesem Zug. Auf jeden Fall diesen Zug. Also das war sehr, sehr cool noch gespielt. Also hintenrum. Alles klar, also ich mache alle wieder bereit erstmal. Mhm. So. Also ich denke jetzt, was vielleicht auch so ein bisschen. Das Ziel des Spiels ist ja eben, diese Legenden zu sammeln. Und ich glaube, in meiner Situation macht es jetzt kaum noch Sinn, seine Charaktere herauszufordern, um die wegzubekommen, weil ich brauche ja nicht mehr viele Legenden, um zu sammeln. Wir müssen vielleicht den Aladdin einmal betrachten, was er kann. Ah ja, genau. Das Also die Fähigkeit besagt nämlich, immer wenn eine Kreatur in den Ablagestapel, also durch das Herausfordern in den Ablagestapel gerät von ihm, dann verlierst du 2 Lore, zwei Legenden und ich erhalte 2 Legenden. Das heißt, er ist, glaube ich, ein ganz gutes Target, um ihn jetzt quasi vom Feld zu bekommen. Ah ja, genau. Ne, weil dem er dir quasi deine Legende wieder wegnehmen kann. Genau. Und das ist so meine einzige Chance. Das ist meine einzige Chance quasi gerade noch zu gewinnen, denke ich. Stimmt. Ne? Ja. Und wenn du da jetzt irgendwas gegen auf der Hand hast, dann Ja, also mal schauen. Aber das ist ein guter Punkt, weil der muss weg. Weil sonst nimmst du hier nach und nach meine Einser raus und kaufst mir die ganze Zeit die Legenden weg. Und das macht natürlich keinen Sinn. Also das und ich kriege jetzt nicht so viele Legenden zusammen, dass ich gewinne direkt. Ne? Okay, also ich habe jetzt alle erstmal bereit gemacht. Ich darf eine Karte ziehen. Und dann, was mache ich denn Schönes? Also ich glaube, ich gehe jetzt mal Masse statt Klasse und spiele nochmal eine Mickey Maus aus. Das ist meine dritte für 3. Kein Kommentar dazu. Ja. Ich darf wieder eine Karte nehmen, direkt in meinen Tintenvorrat packen. Das ist natürlich auch immer sehr, sehr nett. Aber erschöpft natürlich. Dann spiele ich meine 4. Mickey Maus aus. Wieder für 3. 1, 2, 3. Darf wieder eine Tinte in den Tinten. Bist du bei 9 jetzt, oder? Bei 10 sogar Tinten? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Genau. 9. Und dann spiele ich nochmal für eine Tinte noch den Heihei wieder aus. So. Jetzt muss ich einmal schauen. Ich möchte natürlich den Aladdin wegbekommen. Und das kriege ich nur hin, indem ich ihn mit Hades herausfordere. Genau. So, dann passiert jetzt Folgendes. Deiner bekommt 3 abgezogen. Mein Hades geht in den Ablagestapel. Und dann werde ich ihn nochmal mit dem Stitch herausfordern. Genau. Deiner geht in den Ablagestapel, weil er die letzten 2 Willenskraft nimmt. Und meiner geht auch in den Ablagestapel. Genau. So ist es. Und dann habe ich noch 2 Mickey-Mäuse, mit denen ich jetzt, wenn ich das denn möchte, auf Legendensuche gehe oder halt nochmal die Mulan herausfordere, aber das macht nicht so viel Sinn. Deswegen werde ich jetzt mit denen. Wollen wir das gerade nochmal eben kurz durchspielen? Also, das haben wir jetzt gerade so schnell gemacht. Ja, auf jeden Fall. Also, ja, dann mach ich fällt mir gerade auf.
Ne? Ja, guter Punkt. Guter Punkt. Also man darf halt öfter herausfordern. Genau, ich darf öfter herausfordern, genau. Ja. Also, ne? Also er macht ihn, das hatten wir ja, er macht ihm ja 3 Schadenspunkte, dann gehen 3 Marker auf ihn drauf, er macht ihm 5 Schadenspunkte, er hat nur 2 Willenskraft, daher geht er direkt, direkt in den Ablagestapel. Hier geht immer 5 drauf, ne? Ist aber Minus, also er wird ja bei Minus 3 sein, Minus 3 geht nicht, also in Ablagestapel. Und jetzt entscheidet Blian halt, sieht halt, okay, jetzt hat er ja gerade quasi 5 minus 3 Willenskraft noch, 2 Willenskraft und sagt halt, okay, der Stitch, der macht ja noch 2 Schadenspunkte und entfernt ihn, kann ihn damit dann auch... Deiner geht auf 0, meiner geht wieder auf minus 3, sag ich mal fiktiv jetzt gesagt. Ne? Ja, genau. Und so funktioniert das dann. Genau. Also selbst große Kreaturen sind nicht sicher, wenn der Gegner dann jede Menge Kreaturen auf dem Charaktere auf dem Spielfeld hat. Genau. Okay, also das heißt, der Hai-Hai und 2 Mickey-Mäuse, die haben Einsatzverzögerung. Mhm. Aber ich kann mit den beiden noch einmal questen gehen, jeweils für 1. Das mache ich auch. Ja. 1, 2, dann gehe ich nämlich auf 17 hoch. Und wenn jetzt nicht mal ganz was Schlimmes passiert, das wird das sehr eng für dich. Aber mal schauen. Der Plan mit Go White ist nicht schlecht, sage ich mal so. Ja. Ja, alles klar, dann bin ich dran. Du bist dran, ja, genau. Dann mache ich wieder alles bereit bei mir. Ziehe eine Karte auf und die muss jetzt irgendwas Nettes muss jetzt. Ja, auf jeden gucken. Fall. Nee, das ist nicht nett genug. Glaube ich. Na, du kannst halt einen von den... Ja, einen kann ich halt rausnehmen, aber du brauchst nur 3 Marken. Richtig. Das heißt, du müsstest nochmal 2 rausnehmen irgendwie. Und das wird eng, ne? Genau. Ich kann leider nur noch eine zusätzliche rausnehmen. Ja. Dazu. Ja, oder mit dem Mickey Mouse, der macht leider nur einen. Ja, genau. Aber sonst hätte ich den Hey vielleicht noch, aber das reicht leider alles nicht. Darum, ich mache das jetzt nochmal. Auf jeden Fall. Fordere den Hey raus. Den kannst du nicht herausfordern. Ach, natürlich. Ne? Das ist auch ein guter Punkt mal. Ne? Man kann nur erschöpfte Charaktere herausschöpfen. Genau. Ne? Herausfordern. Ja. Sehr gut. Challengen oder so. Challengen, genau. Genau, dann fordere ich eine Mickey Mouse von dir heraus. Genau, dann. Ne? Mach meine Mickey Mouse wieder ein. Mickey Mouse macht Mulan 1 Schaden, dann geht er auf 2 Schaden hier. Und dann, ich habe 7 Tinte, dann spiele ich für 5 Tinte. Spiele ich noch ein Dragonfire und jetzt Hey. Ich finde dich eigentlich voll süß, aber so einfach nur so, um einfach nur zu beweisen. Das ist auch eine Actionkarte, ne, mit der die sagt einfach nur, ich darf eine Karte quasi, also einen Charakter banishen. Genau. Ne? Und dann Chosen Character in den Ablagestapel legen kann. Genau. Ja, und das war es dann von meiner Seite aus und du hast jetzt genau, genau, also im Prinzip passiert jetzt nicht mehr so viel. Ich gehe jetzt wieder in meinen Zug, ich mache alle, die ganze Tinte wieder bereit. Das ist jetzt mittlerweile hier doch einiges geworden. ich ziehe eine Karte. So, Und kann jetzt einfach direkt questen gehen. Genau. Ne? Geh questen. Ich kann darauf jetzt auch nichts mehr irgendwie reagieren oder sowas. Ich kann immer nur in meinem eigenen Zug, kann jemand was machen. Genau, Stand heute zumindest. Ne? Also mal schauen, ob das noch rauskommt, aber Stand heute ist es so. Ja. Damit hast du deine 20 Legenden erreicht. Genau. Und hast zum ersten Mal gewonnen. Danke für den Hinweis. Ja, also wenn das kein spannendes Spiel war, dann weiß ich es auch nicht. Ich glaube, was sehr, sehr deutlich geworden ist, ist klar, Zielglück gehört immer dazu, aber gerade diese erste Sache, dass man seine Handkarten nochmal komplett neu quasi aufziehen darf, vielleicht hätte Philipp da am Anfang noch mehr Karten austauschen sollen, weil mit hohen Karten hatte er es ein bisschen schwieriger, ins Spiel reinzukommen. Ansonsten waren eigentlich alle Aktionen drin. Ich hoffe, ihr konntet das alles gut verstehen. Wenn ihr natürlich trotzdem Fragen habt, schreibt es mir gerne hier einmal in die Kommentare rein, das können wir sicherlich auch noch mal klären. In jedem Fall bedanke ich mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Lasst gerne ein Abo da, also lasst die Glocke klingeln, lasst ein Like fürs Video da und vergesst natürlich nicht, uns auch auf Instagram zu folgen. Für den Moment verabschiede ich mich aus eurem Keep7 Store. Ich wünsche euch noch einen wunderbaren Tag. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.